Liebe Freunde, in den letzten Beiträgen von mir, da habe ich mich natürlich dem Coronavirus gewidmet. Und das waren über drei. Habe ich einigermaßen versucht, Ihnen zu helfen, ungeschoren oder wenigstens teilweise ungeschoren über diese Krise hinwegzukommen. Mit vielen Ratschlägen, Rezepten, ganz viele Rezepte, aber auch Tipps. So. Und Sie haben das auch entsprechend gewürdigt. Ich habe noch nie so viele positive Bewertungen bekommen. Außerdem sehr viele intelligente Zuschriften, die mir noch zusätzliche Tipps gegeben haben. Die fließen auch hier in meiner Moderation mit ein. Aber was mich besonders gefreut hat, die Schwelle von 70.000 Abonnenten habe ich überschritten. Und das ist einerseits eine Freude, aber andererseits auch eine verdammte Verantwortung. Und ich muss gut recherchieren. Alles, was ich Ihnen erzähle, versuche ich nach bestem Wissen und Gewissen zu hinterfragen. So, insbesondere auch und von der Presse und teilweise, was im Mainstream da alles erzählt wird, auch hier bei den neuen Medien, das muss man hinterfragen. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch und ich versuche, das ein wenig für Sie zu ergänzen. Und dazu gehört unter anderem auch zunächst einmal hier die Tatsache, dass kaum Rezepte darüber bestehen, wie man beispielsweise den Mundschutz hier darstellt. Das habe ich gemacht. Kann man ganz einfach herstellen. Ganz einfach. Ich habe das nach dem Prinzip der Einfachheit gemacht. Und es gibt da einen Trick bei. Ich habe hier eine Tasche gelassen. Hier oben sehen Sie. Eine Tasche. Und diese Tasche kann ich nutzen, um zusätzlich noch meinen Atem beziehungsweise das, was ich einatme, zu filtern. Ich habe nämlich da die Möglichkeit gelassen, hier beispielsweise noch dein Papiertaschentuch filternd mit hineinzutun. Aber gleichzeitig verstärke ich diesen Effekt, indem ich hier Teebaumöl, das tötet ja die Viren generell und auch die Coronaviren. Und dadurch habe ich einen zusätzlichen Schutz, besser als die käuflichen. Und wichtig auch, sie schützen nicht nur den anderen. Sie wissen, diese gelten ja für andere Menschen zu schützen, sondern auch sich selbst. So, das wäre das eine. Dann habe ich natürlich auch noch ein sogenanntes Superbleichmittel Ihnen empfohlen. Damit können Sie beispielsweise die Wäsche, die Sie ganz normal in der Waschmaschine waschen, auch zusätzlich desinfizieren, sodass Sie keine Kochwäsche brauchen, sondern das wirkt bereits bei 20 bis 40 Grad, also fast so lauwarm. Und das einfach zu dem normalen Waschpulver dazu. Es ist ein sogenanntes Superbleichmittel, das ich mal ausfindig gemacht habe für die Hobbitheek. Und gleichzeitig aber auch, diese lassen sich waschen. Und schauen Sie, da hat meine Frau das noch ein bisschen im Design verbessert. Ja, das ist auch so. Wir können also in allen Farben das machen oder so. Und hier unten abgerundet, das ist also dann auch noch ein bisschen ansehnlicher und vielleicht praktischer. Ja, deswegen habe ich diese Sturmfrisur. So. Und dann natürlich auch hier dieses Mittel, Desinfektionsmittel, das gibt es ja auch nicht mehr. Das ist mit Isopropylalkohol normalerweise. Aber wir haben normalen Alkohol verwendet, vergelten Alkohol, kosmetisches Basiswasser haben wir das genannt. Das wirkt genauso gut und riecht viel, viel besser. Kann mich aber genauso mich damit desinfizieren, sogar meinen Schnäuzer. Das glauben Sie gar nicht. Es ist auch als Rasierwasser zu verwenden. So, das wäre also rundweg das, was ich vom Praktischen sagen wollte. Aber da gibt's ja noch ein Problem. Und zwar, wenn ich da die ganzen Berichte höre, da auch vom Robert-Koch-Institut, da muss man nicht immer alles glauben. Das Robert-Koch-Institut ist natürlich genial. Der Robert Koch war einer der größten Wissenschaftler, die Deutschland je hatte. Der hat zum Beispiel die Sache mit dem Tuberkelbacillus entdeckt. Aber auch viele andere Sachen. Die Impfmöglichkeiten zusammen mit Louis Pasteur. Da gibt es übrigens, bei Arte gab es diesen fantastischen Film. Auch diesen Link setze ich Ihnen hier oben in den Text. Und jedenfalls, das Wichtige dabei ist, dass Robert Koch sich damals mit dem Medikament Tuberkulin verdammt verrechnet hatte. Damals. Und auch das Robert-Koch-Institut hat bereits Fehler gemacht. Zum Beispiel die Schweinegrippe, die Auswirkungen. Deswegen muss man nicht immer alles glauben. Aber insbesondere, was die statistische Auswertung anbelangt. Aber ich komme darauf noch zurück.
Wichtig ist hier diese Gruppe hier. Ich habe extra eine Grafik angefertigt, Sie sehen, und zwar mit zwei Kurven, einmal die rote und einmal die schwarze. Und diese rote hier, das ist der Verlauf, das ist für die Statistiker ist eine Glockenkurve. Hier, das ist ein Verlauf, und zwar, da kann man den exponentiellen Verlauf sehr gut beobachten hier. Sie sehen, je steiler das ist, umso schneller verbreitet sich das Virus. Und zwar ganz einfach, also pro Tag manchmal sogar verdoppelt und oder alle 2 Tage, danach kann man das rechnen. Und dann entsteht hier oben diese Kuppel. Und das ist hier die Schwelle, wo die Krankenhäuser nicht mehr nachkommen können. Das ist ja besonders in Italien der Fall. Und ich bin sicher, das wird auch demnächst in der USA passieren und besonders in Brasilien. Da ist ja dieser Ministerpräsident Bolsonaro, der hat eine Meise. Der hat sogar den Städten, die auf unser System, nämlich der Kontakttrennung, Kontakt ermöglichen kann, der hat das verboten. Der hat gesagt, das schädigt zu sehr die Wirtschaft. Das wollen wir, das hat er verbieten. Also der wird sich noch wundern. Die Nebenwirkungen und Risiken wird er nicht mehr bewältigen können. So, und alles, was hier über dieser Schwelle ist, da muss man leider sagen, das sind die Menschen, die sterben. So, und wenn man das aber so, wie wir das versucht haben, bei unseren Maßnahmen hier, da muss ich ja die Regierung durchaus loben, ich bin ja sonst sehr skeptisch. Aber hier, das ist auch eine Glockenkurve, aber die geht ganz langsam. Und wenn Sie jetzt mal das genau schauen, ich muss das hier, ich habe ja nur eine Kamera, wenn ich das genau sehe, die Fläche, die hier ist, ist genauso groß wie diese. Und das bedeutet, dass irgendwann, in Italien geht es dann schneller, aber mit den vielen Toten, bei uns langsamer, weil erstens mal die Krankenhäuser nachkommen und zum Zweiten natürlich auch, weil möglicherweise unser Immunsystem, wir können was dran tun, wir können unser Immunsystem stärken, denn wenn das stark ist, da kann der Virus nichts anmachen. Und das ist eben auch der Grund, weshalb viele Menschen infiziert worden sind, aber überhaupt nicht darauf reagieren. Dann ist das wie eine Art Impfung gewesen. Aber da müssen wir leider noch lange darauf warten. Das ist bestimmt 1-2 Jahre wird das noch dauern. Hoffentlich schneller, und richtige Medikamente gibt's auch nicht. Also wir können nur auf unser Immunsystem pochen. Und weil ich da immer für sorge, also Sie wissen, das Immunsystem hat auch mit der Darmflora zu tun, weil ich darauf achte, deswegen bin ich kein Risikofall. Da können Sie sicher sein. Und da können wir eine Wette machen. Also wollen wir das nicht weiter ausbauen. Also jedenfalls, eins allerdings ist da auch, was die statistischen Erhebungen des Robert-Koch-Instituts im Argen. Die können ja nur, weil wir ja ganz wenige Sachen testen, die können ja nur sich darauf berufen, wer gerade getestet worden ist. Und das ist ein reiner Zufall. Das sind die, die wirklich offen Krankheitssymptome zeigen, aber alle anderen, und es wird ja sogar gesagt, dass das 6 bis 10 Mal mehr sein können, die werden in die Statistik nicht aufgenommen. Denen man geholfen hat, also die das getestet haben, das haben wir fest, die Zahl. Aber diejenigen, die sterben, ebenfalls. So, und dann heißt es, 10% der italienischen Kranken, die sterben. Das muss überhaupt nicht der Fall sein, weil erstmal haben die gar nicht richtig getestet. Und jetzt wird ja darüber erzählt, dass in Zukunft sozusagen die haben jetzt 200.000 Tester mehr. Jetzt wollen sie das also nach dem Zufallprinzip machen. Da kann ich nur vorwarnen. Ich bin gleichzeitig ja auch mal Soziologe und da haben wir unser Handwerk gelernt. Man muss repräsentative Befragungen da machen, beziehungsweise Behandlungen machen, und zwar repräsentativ. Wie sehr das funktioniert, sehen wir an den Wahlausgang. Das ist noch nicht mal die Wahl zu Ende und schon haben wir eine Annäherung von 1-2%. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und zwar warum? Weil in den jeweiligen Ländern diese Menschen, die da also beispielsweise getestet werden, so kann man das hier sagen, bereits repräsentativ ausgewählt werden, also Kinder und so weiter. Das wird also genau nach dem Querschnitt der Bevölkerung. Und wenn man dieses machen würde, dann kämen wir zu genaueren Ergebnissen. Und ich habe dazu auch einen Beitrag oben im Link,
Schauen Sie sich oder hören Sie sich das an, das ist nämlich eine Radiosendung, hervorragend, ich kann nicht sagen, erstklassig, schauen Sie sich das an, das ist leider auch ziemlich lang, aber derjenige, der der Sache auf den Grund gehen will, dem kann ich das nur empfehlen. So, und nun kommt die Zeit nach Corona. Und da befürchte ich etwas. Es wird ja jetzt schon gesagt, da brauchen wir ein ganz anderes Wirtschaftssystem. Liebe Freunde, wir haben dieses Wirtschaftssystem. Ich habe das hier mal aufgezeichnet. Das sind die Konjunkturzyklen. Die sind da überall. Und wir haben eine soziale und ich weiß ja auch noch eine ökologische Marktwirtschaft. Das wird nicht immer perfekt eingehalten. Dafür muss das Kartellamt sorgen und vor allen Dingen nicht der Mainstream. Weil es gibt ja, die Menschen werden dann beeinflusst von irgendwelchen Emotionalisten, die also nur noch Emotionen und nicht den Verstand wahrnehmen. Und das ist ganz klar. Wenn es zum Beispiel zu hoch geht, die Konjunktur, dann muss man sie hier oben begrenzen durch entsprechende Maßnahmen. Die Mittel haben wir dafür. Aber viel wichtiger ist hier der untere. Das ist ganz gefährlich. Wenn also die Konjunktur so absinkt, dass da Menschen wirklich in Gefahr geraten, deswegen soziale Marktwirtschaft, dann muss man so nachhelfen, wie das beispielsweise jetzt geschieht, indem man also auch Geld druckt. Das hat ein Wissenschaftler namens Keynes, ein Engländer, der hat das damals mal mit Deficit Spending bezeichnet. Das kann man durchaus, aber nicht nur mit Geld, sondern auch mit entsprechenden Erleichterungen. Das, was jetzt zum Beispiel alleinstehende Künstler, die jetzt arbeitslos geworden sind, oder die also unter anderem auch jetzt die anderen Maßnahmen, die ergriffen werden, also kleine Geschäfte, aber auch die großen. Und ich halte es, mit Verlaub gesagt, für eine Unverschämtheit, was da sich Adidas oder H&M und so weiter da leisten. Die wollen keine Miete mehr zahlen. Oft gehören diesen Häusern nämlich gar nicht den Reichen und gehören einfach den Fonds, sondern die Leute, die das Geld da, die sind darauf angewiesen. Die haben das sozusagen schon verplant. Und das dann jetzt hier in unserer Gesellschaft und in unserer Wirtschaft auch so zu handhaben, ist für mich ein Verbrechen. Asche auf das Haupt von Adidas. Die sind doch sonst immer so. Und von allen, die das anders auch machen. Tut mir leid, das war diesbezüglich meine Meinung. Nicht, was die wissenschaftlichen Aussagen anbelangt. Da gibt es nicht viel rumzudeuteln. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist sehr lang geworden. Aber das musste sein. Ich bin ja keine Bildzeitung, nur mit Überschriften. Und schauen Sie bitte noch meinen kurzen Text an. Der ist diesmal kurz gewesen, aber ich werde die Links da reingeben. Ihr Jean Pütz und bleiben Sie gesund. Tschüss.